Hallo Freunde der schlechten Unterhaltung und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich war seit Ewigkeit mal wieder in einem DM. Ich war jetzt wirklich lange nicht bei DM und vor allen Dingen nicht mit so viel Ruhe, wie ich es heute hatte. Und es sind doch ein paar Sachen mitgekommen und vielleicht kennt ihr ja die ein oder andere noch nicht. Deshalb dachte ich, ich zeige euch das. Wir durften wieder ein paar Gesichtsmasken mit. Unter anderem die Balea Beauty Therapy Folienmaske. Glättende und intensiv feuchtigkeitsspendende Pflege mit Juvenes. Und Duo, die Säure, die ich nicht aussprechen kann, das ist diese hier von Balea. Die habe ich auch schon bei einigen YouTubern gesehen. Ach, ich sehe gerade, die ist so zweigeteilt. Dadurch hat die einen besseren Sitz, denke ich. Einmal so bis unter die Nase und der andere Teil dann halt die Kinnpartie. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die ist. Ich denke, die werden wir mit in den Urlaub nehmen, weil Feuchtigkeit und Sonne verträgt sich ja immer ganz gut. Dann habe ich mir mitgenommen eine koreanische Maske. Sowas gibt es ja bei Rossmann gar nicht. Und zwar ist die mit Avocado. Mit Avocado und ja, mit Avocado. Ist, kann ich nicht lesen. Da ist so eine süße Avocado drauf und ich bin mal gespannt, wie das ist. Avocado ist ja sehr reichhaltig, deshalb erwarte ich auch, dass die ordentlich Bums hat. Das ist jetzt eine Maske im Ganzen. Und ich sehe gerade, dass man den Rest dann, der auf der Haut ist, ins Gesicht schön einarbeiten kann. Das finde ich ja immer mega klasse. Ich habe mir noch eine Gesichtsmaske mitgenommen. Und zwar ist das die Firma, ich meine, so heißt die Firma, Too Cool for School. Ihr hört Mathilda im Hintergrund. Das ist eine Egg Cream Mask mit, ja, mit Iron. Und mit Essig. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir die Maske auf Rodos gekauft. Und zwar eine mit Ei und mit Kokos. Genau von dieser Firma. Und fand die mega gut. Und deshalb bin ich jetzt gespannt, wie diese hier ist. Die ja genauso viel Power hat und genauso schön reichhaltig ist. Und aus dieser Linie, weil ich eben so überzeugt war von dem von der Gesichtsmaske, habe ich mir einen Reinigungsschaum mitgenommen. Unser Reinigungsschaum wurde sowieso leer und deshalb habe ich mir einen neuen mitgenommen. Und ja, Facial Cleanser, wir lesen mal, was drauf steht. Cremiges Gesichtsmus, reinigt und spendet Feuchtigkeit mit Milchprotein und Eigelbextrakt. Ich bin mal gespannt, wie die duftet. Also ich muss sagen, die Maske mit Ei und Kokos hat Gott sei Dank nach gar nichts gerochen eigentlich. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön vielversprechend aus. Ist auch gesichert. Die ist sehr teuer gewesen. Es sind 150 ml drin. Wie gesagt, 18 Euro. Nicht günstig. Sieht jetzt so, wenn ich an der Flasche schnupper, sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie das dann direkt auf der Haut riecht. Für Mathilda habe ich Haargummis mitgenommen. Und zwar von Ebelin. Diese hier. Da habe ich zwei Farbsorten mitgenommen. Ich finde es immer mega schade, dass die Haargummis für Mädels immer so, ja, so wahnsinnig bunt sein müssen, weil gerade Pink und Rosa ziehen wir jetzt auch nicht so oft an und passt nun auch nicht zu allem. Deshalb haben wir bei Netto noch diese hier mitgenommen. Die finde ich mega ansprechend von den Farben. Und ja, die haben wir bei Netto mitgenommen. Ich dachte, ich zeige sie euch jetzt hier mal, weil da wirklich, da ist halt so Grau dabei, da ist Beige dabei, da ist Grün dabei. Und Haargummis gehen bei uns generell immer auf mysteriöse Weise verschwunden, von daher brauchen wir die immer. Und spektakuläre Sachen einmal mein, Je Ultra 3, 48 Stunden. Das finde ich super, das benutze ich immer. Und dann habe ich mir, weil ich schon einmal bei DM war, den Balea Augen-Make-up-Entferner mitgenommen, ölfrei. Bin mal gespannt, wie der ist. Ich meine noch, dass der gut ist. Ich habe da noch so Erinnerungen, dass ich den gut fand. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, den von Isana liebe ich ja. Dann habe ich mir mitgenommen, natürlich, aus der Nivea Glow Serie, die gibt es ja nicht bei DM, das Magic Mousse Reinigungsschaum. Reinigt gründlich und spendet Feuchtigkeit für Trock. Ja, das ist ein Papa, der Koffer. Ja, den habe ich auf jeden Fall mal mitgenommen, um den auszuprobieren. Wir brauchen immer zwei Reinigungsschäume, einen, der in der Dusche steht und einer, der am Waschbecken steht. Von daher, ja, die zwei werden getestet. Und nee, Mathilda, gehst jetzt nicht hoch. Und ihr werdet auf jeden Fall in den kommenden Aufgebraucht-Videos sehen, wie wir die Sachen so fanden. Dann habe ich mir mitgenommen von Catrice die HD Liquid Coverage Foundation in der Farbe 030. Weil von der schwärmen wirklich so, so viele. Und ist ein Glasbehälter, was ich sehr, sehr toll finde. Ich meine, die kostet nicht mal 7 Euro. Und die werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und dann habe ich noch mitgenommen von Maybelline den Superstay Matte Ink Cream.
Die finde ich ja super und ich wollte halt gerne eine schöne Herbstfarbe noch mitnehmen und die sieht sehr, sehr toll aus. Und passend dazu habe ich auch noch einen Lip Liner mitgenommen. Ich glaube, die zwei werden sich ganz gut verstehen. Und ja, ihr werdet das auf jeden Fall getragen in dem Schminkschnack oder auch auf Instagram sehen. War der chaotische Haul. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und vielleicht sind ja ein paar Sachen dabei gewesen, die ihr noch nicht kanntet. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Hasilein, Tschüssilein und Knutilein. Tschüss!